Tumult im Geschichtenland. Zweiter Teil. Der Vorsitzende versuchte, die gewaltige Menge zu beruhigen. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis wieder Ruhe in der Halle eingekehrt war. Schließlich rief der Vorsitzende: »Ich weiß nicht, von welchem Buch ihr redet, Drachen.« Und sofort brach wieder Unruhe aus, sogar noch mehr als vorher. »Lügner«, rief jemand laut, und ein anderer brüllte: »Betrug!« Es dauerte noch länger, bevor sich die Aufregung gelegt hatte, und der Vorsitzende hatte so oft um Ruhe bitten müssen, dass er heiser war. Er wurde von einem jungen Mann ersetzt, der einen eigenartigen Haarschnitt hatte, und rief: »Ich bin Prinz Eisenherz.« »Hallo, Prinz Eisenherz«, antwortete die Halle, und irgendwo rief einer: »Noch ein Prinz.« Der Prinz machte ein sehr freundliches Gesicht und sagte dann: »Ich schlage vor, wir machen einfach mit der Liste weiter. Der nächste Punkt.« Aber weiter kam er nicht. Wieder geriet die ganze Halle in Aufregung, und diesmal dauerte es fast bis zum Sonnenuntergang, bevor wieder Ruhe eingekehrt war. Als der weiße Himmel dunkelgrau wurde und die Buchstabenwolken kaum noch zu lesen waren, schlug eine Raupe, die Wasserpfeife rauchend auf einem Pilz saß, schließlich vor, nach einer ganz alten Tradition zu verfahren und den Zufall entscheiden zu lassen, wer Fragen stellen oder Antworten geben darf. Ein Irrlicht wurde in der fast dunklen Halle losgeschickt. Irrlichter, die sonst wegen ihrer völlig sinnlosen Richtungsänderungen bei Wanderern in dunklen Wäldern gefürchtet sind, werden häufig eingesetzt, wenn der Zufall gefragt ist. Im Geschichtenland benutzt man natürlich manchmal auch eine Münze, wenn es nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl gibt. Oder einen Würfel, der zufällig aus sechs möglichen Ergebnissen wählt. Wenn es aber um sehr, sehr viel mehr Zufall gehen soll, ist ein Irrlicht genau das Richtige. Die kleine, leuchtende Kugel huschte in Zickzacklinien durch die Halle, eilte immer und immer weiter hin und her an allen vorbei, und alle sahen dem Licht nach. Schließlich, es hatte für den Weg nicht länger als ein paar Sekunden gebraucht, blieb es plötzlich vor einem Jungen stehen, der es erschreckt ansah, weil ihn in der leuchtenden Kugel eine kleine Gestalt angrinste. Das Licht kam dem Jungen etwas näher, und der wich erschreckt zurück. Das Licht bewegte sich auch wieder etwas zurück. Es beleuchtete dann den Mann, der direkt neben dem Jungen stand und der sein Vater zu sein schien. Auch er trug hellbraune Lederkleidung, lange dunkle Haare und sah aus wie jemand aus längst vergangenen Zeiten. Der Mann sah den Jungen an, dann sah er das Irrlicht an und sagte schließlich: »Ich bin Winnetou, und das ist Atreyu.« Die ganze Halle antwortete: »Hallo Winnetou und Atreyu.« Die beiden verbeugten sich kurz, dann sagte Winnetou: »Wir kommen von weit her. Wir hören, dass es dieses Buch gibt und wollen nun wissen, was ist das für ein Buch? Wie können wir auch darin unsere Geschichten erzählen?« Atreyu sah zu ihm auf und stieß ihn an. Winnetou nickte und fügte noch hinzu: »Oder wie können wir in anderen Geschichten helfen?«
Ein Tuscheln ging durch die Menge und das Irrlicht machte sich wieder auf den Weg. Nach mehreren zufälligen Richtungsänderungen kam es wieder vor jemandem zum Stehen. Es war ein Mann in einem eleganten Anzug und mit einem schwarzen Hut, der an eine halbe Melone erinnerte. Er stellte sich als Herr Tau vor, oder Pantau in seiner Sprache, und entschuldigte sich für seine holprige Ausdrucksweise. »Ich habe leider erst sehr spät sprechen gelernt«, sagte er langsam und erklärte dann, dass er die Fragen von Winnetou und Atreyu auch nicht beantworten könne, sondern selbst die gleichen Fragen habe. Das Irrlicht flitzte kurz durch die Halle und blieb vor dem Nächsten stehen. Es war ein kleiner Junge aus Holz, der wie eine Puppe aussah und sich als Pinocchio vorstellte. Er holte tief Luft und sagte, »Also ich habe eine Freundin.« Seine Nase schien ein wenig länger zu werden. »Ihr Name ist Heidi.« Seine Nase wurde wirklich länger. »Und die?« Seine Nase wurde jetzt so lang, dass alle, die um ihn herum standen, es deutlich sehen konnten, und das Irrlicht eilte einfach weiter, bevor er noch etwas sagen konnte. Nach einem Moment blieb das Irrlicht wieder stehen. Ein dicker Junge war als nächster dran. Er kaute beim Sprechen auf Schokoladenkuchen herum, den er sich in regelmäßigen Abständen in den Mund stopfte, kaum hatte er den vorangegangenen Bissen geschluckt. Den Kuchen nahm er von einem Tablett, das ein etwas kleinerer Junge mit beiden Händen für ihn festhielt. Der Dicke hatte einen Propeller auf dem Rücken und stellte sich als Carlsson vor. Kauend und spuckend sagte er, er habe keine Fragen und die Fragen der anderen würden keinen großen Geist interessieren, und wichtig sei nur, dass sich die Geschichte in dem Buch auf jeden Fall um eines drehen sollte, um Carlsson selbst. In diesem Moment warf der andere Junge das Tablett mit dem Kuchen auf den Boden und brüllte wütend, »Immer muss sich alles immer nur um dich drehen. Ich will dir mal was sagen, Carlsson. Das Einzige, was sich um dich dreht, ist dein Propeller, und der ist auch das Einzige, um das ich dich beneide.« Der Dicke leckte sich seine Schokoladenfinger ab und murmelte, »Das stört keinen großen Geist.« Und jemand aus der Menge rief, »Weiter!« Das Licht sauste los und blieb kurz darauf wieder stehen und beleuchtete eine Stelle zwischen den Pfoten eines jungen weißen Löwen. »Ich bin Kimba«, sagte der Löwe, und die Halle antwortete, »Hallo, Kimba!« Eine junge Stimme rief wütend, »Hey, das Irrlicht meint mich!« Und der weiße Löwe schaute nach unten zwischen seine Pfoten, wo zwei kleine, runde Bienen saßen. »Okay, du zuerst.« Die eine Biene stand auf, die andere blieb sitzen und starrte mit offenem Mund und großen Augen auf das Irrlicht. Die Biene, die aufgestanden war, sagte, »Ich bin die Maya und das ist der Willi.« »Hallo, Maya und Willi.« Maya kicherte kurz. Willi starrte immer noch auf das Licht. »Wir wissen auch nicht mehr als die, die vor uns Fragen gestellt haben«, sagte Maya leise und lauter. »Aber wir finden, es sollte einfach abgestimmt werden. Stimmt doch, Willi.« »Willi!« Die andere Biene fragte, ohne den Blick vom Irrlicht zu wenden, »Was stimmt?« Und Maya wiederholte, »Wir finden, dass abgestimmt werden sollte, stimmt's?« Willi sah weiter auf das Irrlicht und murmelte, »Ja, ja.«
Dann sah er dem Licht nach, das im nächsten Moment wieder davon eilte. »Genau«, sagte Bibi viel zu laut und nickte. »Was genau?« fragte Schrumpeldei und stieß ihre Freundin an. Die schaute sie erstaunt an, dann nahm sie einen Kopfhörer aus ihrem Ohr und sagte diesmal weniger laut. »Nochmal bitte? Was genau?« wiederholte die andere Hexe und Bibi zuckte mit den Schultern und fragte. »Was genau was?« Schrumpeldei stöhnte. »Du hast eben laut genau gesagt und ich wollte wissen, was du meinst.« »Ach so«, sagte Bibi, steckte den Kopfhörer wieder ins Ohr und sagte dann wieder zu laut. »Jemand hat gesagt, es soll abgestimmt werden. Ich bin auch für eine Abstimmung.« Schrumpeldei stieß sie wieder an, wartete, bis ihre Freundin sie wieder hören konnte und fragte. »Hörst du Musik? Wie kannst du dann hören, was die hier sagen?« Bibi zuckte mit den Schultern und sagte, »Ich höre es nicht, ich lese es in meiner Kugel, dann kann ich dabei Musik hören.« Der Zauberer lachte, als er das hörte, und die Stiefmutter seufzte, mehr aus Gewohnheit. »Diese Jugend!« Das Irrlicht war mittlerweile vor einem kleinen Mädchen mit dunklen Haaren stehen geblieben. »Ich bin die Heidi.« »Hallo, Heidi!« Leise sagte Heidi, »Ich muss nicht in das Buch.« Dann holte sie tief Luft und rief laut, »Aber ich muss mal was anderes sagen. Ich bin gar nicht die Freundin von Pinocchio, sondern einfach nur eine Freundin.« Das Irrlicht huschte weiter von einem zum anderen und blieb immer wieder zufällig stehen. Jeder stellte sich vor, stellte eine Frage und stellte fest, auch nicht mehr zu wissen. Sie hießen Pippi Langstrumpf, Pumuckl und Peter Pan. Sie waren Kinder, Alte oder Geister. Sie waren groß oder klein, Tiere oder Fabelwesen. Sie glichen sich nur darin, dass sie alle aus Geschichten kamen und alle in das Buch wollten. Aber niemand hatte den blassesten Schimmer, wie sie das anstellen sollten. Captain Nemo wusste auch nichts Genaueres, sprach sich aber im Namen aller Kapitäne Larsen, Hook, Sparrow, Ahab, Flint, Haddock, Solo, Kirk und viele andere dafür aus, aus ihrer Mitte einen Admiral zu bestimmen, der die Entscheidungen für alle treffen sollte. Die Prinzen und Prinzessinnen schienen alle zu meinen, dass ihnen ganz von selbst ein Platz im Buch zustünde, könnten aber auch nicht mehr zum Wissen über das Buch beitragen. Der Teufel, Rumpelstilzchen und eine alte Hexe wollten den Zugang in das Buch vertraglich regeln, obwohl sie selbst nicht die geringste Ahnung hatten, wie das funktionieren sollte. Aber sie wollten trotzdem jeden überzeugen, dass es immer besser sei, alles nur mit Anwälten und durch Verträge zu regeln. Aladdin, Sindbad und Alibaba wussten auch nichts, baten aber um eine ehrliche und faire Geschichte über das Morgenland. Als das Licht vor einem großen grünen Oger stehen blieb, platzte dem der Kragen und er brüllte so laut, dass es alle auch ohne die Kuppel gehört hätten. Unter der Kuppel hörte jeder sein Brüllen, als würde er direkt neben dem Oger stehen. Er brüllte, »Hat denn wirklich niemand hier etwas darüber gehört?« Niemand sagte etwas. Das Licht hatte sich vor dem Brüllen des Ogers geflüchtet und beleuchtete nun den Jungen mit der runden Brille. Alle Köpfe wandten sich ihm zu. Der Junge schaute das Licht nur mit großen Augen an und sagte nichts. Hotzenplotz beugte sich zu ihm herunter, bis sein Kopf auch im Lichtschein des Irrlichts war, und sagte dann,
Er heißt Harald oder so. Dann stellte sich der Räuber wieder gerade hin und klopfte dem Jungen ermunternd auf die Schulter. Der sah sich um und bemerkte, dass alle ihn anstarrten. Dann schaute er nach unten und blieb still. Die Stiefmutter beugte sich zu ihm herunter und fragte fürsorglich: »Hast du denn gar nichts zu sagen?« Alle beugten sich gespannt etwas vor oder kamen einen Schritt näher, obwohl das unter der Kuppel gar nicht nötig gewesen wäre. Der Junge sagte lange nichts, dann schüttelte er den Kopf. »Hätte mich auch gewundert«, flüsterte der Zauberer, und die Stiefmutter nickte und flüsterte: »Ist mir auch ein Rätsel.« Langsam wurde klar, dass alle die gleichen Fragen stellten und niemand wirklich Antworten hatte. Die ganze Nacht hastete das Irrlicht weiter von einem zum anderen. Als es spät wurde, zogen sich viele müde zurück, die meisten in ihre eigens dafür mitgebrachten Taschenbuchausgaben. Für die, die sich keinen Schlafplatz mitgebracht hatten, waren inhaltsleere Manuskripte ausgelegt worden. Aber viele gingen gar nicht schlafen. Sie wollten wissen, ob nicht irgendwo irgendjemand irgendetwas einfiele. Kurz vor der Morgendämmerung, als die Nacht am dunkelsten war, stellte ein Einhorn eine ganz andere Frage. »Wer fehlt?« Viele, die sich auf den Boden gesetzt und müde die Augen zugemacht hatten, sahen wieder auf. »Wer ist heute nicht hier oder von niemandem gesehen worden?« fragte das Einhorn noch einmal. Ein paar der weniger müden Anwesenden nickten und steckten die Köpfe zusammen, um zu tuscheln. Das Irrlicht ließ sich erschöpft zu Boden sinken und schaltete das Licht aus, während alle auf eine Antwort warteten. Wer fehlte? Die Kapitäne schüttelten ihre Köpfe und Nemo sagte: »Wir sind vollzählig hier, niemand von uns fehlt, zumindest niemand, den wir kennen.« »Überhaupt niemand von uns fehlt«, gaben die Prinze und Prinzessinnen zu. Auch die Ungeheuer, die Trolle, Riesen und Zwerge schüttelten nur die Köpfe. Ein paar alte Ägypter und Griechen fehlten, aber das muss nach so langer Zeit nichts heißen, sagte ein Vertreter der alten Legenden. Erst bei den Tieren gab es eine größere Menge von Abwesenden. Eine große Anzahl an Pferden fehlte, was noch niemanden verwunderte, denn die waren nur selten einzeln unterwegs. Es fehlten aber auch viele Vögel, verschiedene Büffel und Wildtiere, einige Raubkatzen und Hunde, ein paar Frösche, zwei Elefanten und der böse Wolf. Als der Wolf am Schluss erwähnt wurde, standen einige auf und ein Raunen ging durch die Menge derer, die noch oder schon wieder wach waren. Alle im Geschichtenland kannten den bösen Wolf, der einer der ältesten von ihnen war. Sogar älter als die Drachen, die Hexen und Zauberer oder die Dämonen. Lange bevor Geschichten in Bücher oder überhaupt irgendwo aufgeschrieben wurden, war der Wolf einer der ersten, der an den Lagerfeuern der Urzeit in den Erzählungen der Menschen immer und immer wieder eine große Rolle gespielt hatte. Der Wolf. Wo war der böse Wolf?
Bis zum Sonnenaufgang hatten sie herausgefunden, dass sich das ganze Gerücht über das Buch auf dem einen oder anderen Weg auf den bösen Wolf zurückführen ließ. Jeder, der von dem Buch wusste, hatte mit jemandem gesprochen, der mit jemandem gesprochen hatte, der mit dem Wolf gesprochen hatte. Da niemand wusste, wo der Wolf war, und weil keiner eine bessere Idee hatte, wurde darüber abgestimmt, ob sie eine Gruppe von ihnen schicken sollten, um den Wolf zu suchen. Alle waren dafür. »Aber wer soll gehen?«, fragte eine uralte Schildkröte, die sich so langsam bewegte, dass sie gerade erst eingetroffen war. Ein Narr, der sich als Till Eulenspiegel vorstellte, sagte: »Wir schicken einen einzelnen Zwerg mit möglichst kurzen Beinen und viel zu großen, behaarten Füßen. Der soll dann selbst gucken, wer mitkommt.« Die meisten lachten und hielten es für einen Scherz, aber dort, wo die Zwerge standen, brach Unruhe aus. Die Zwerge berieten sich, lehnten dann aber doch lieber ab, und wieder lachten einige. Andere sahen nun Atreyu an, aber der winkte sofort ab. »Ich bin noch kein Zwerg. Ich bin noch nicht ganz ausgewachsen. Meine Füße sind normal.« Die Schildkröte erinnerte ihn daran, dass er doch schon einmal etwas Ähnliches ganz gut gelöst habe. Aber Atreyu sagte: »Nicht nochmal, vergiss es.« Schrumpeldei stieß ihre Freundin an, die sich vor einer Stunde erst zum Schlafen auf ihrem Tuch zusammengerollt hatte. »Was denn?«, sagte sie müde, und Schrumpeldei flüsterte aufgeregt: »Pipi, sie suchen Leute, die den Wolf suchen gehen. Das wäre doch was für uns.« Bibi richtete sich plötzlich auf und fragte: »Habe ich die Abstimmung verschlafen?« Ihre Freundin nickte und sagte: »Ist aber nicht so schlimm. War einstimmig. Alle sind dafür, den Wolf zu suchen. Sollen wir?« Die Versammlung einigte sich noch vor der Mittagspause darauf, von denen, die sich bereit erklärten, den Wolf zu suchen, nur die 10 Schnellsten zu schicken. Und die Schnellsten konnten alle fliegen. Es waren die beiden kleinen Hexen, ein älterer Herr in einem Rentierschlitten und eine gute Fee, ein weißer Glücksdrache und ein ganz schwarzer kleiner Drache, an dem nur die Augen leuchteten. Ein großer Vogel namens Greif, Pegasus, das fliegende Pferd, der dicke Junge mit Namen Carlsson und ein Mann im Anzug mit Hut und Brille. »Wer sind Sie und können Sie überhaupt fliegen?«, fragte der Vorsitzende, dessen Stimme sich wieder erholt hatte, den Mann mit dem Hut. Der stotterte. »Ich heiße...« Der Mann sah sich um, zog den Hut tiefer ins Gesicht und sagte: »Nennen Sie mich Kent, Clark Kent.« »Hallo, Clark Kent«, antwortete die Halle im Chor. Der Vorsitzende sah ihn weiter fragend an, und Herr Kent sagte nach einem kurzen Augenblick: »Ach so, ja, ich kann ziemlich schnell fliegen, keine Sorge.« Der Vorsitzende wandte sich den anderen zu und alle stellten sich vor. Die gute Fee hieß Joanna, der ältere Herr Klaus. Der Glücksdrache sagte, sein Name sei Fuchur und dass er nicht genau verstehen und übersetzen könne, wie der schwarze Drache sich nannte. »Er meint, er hieße Zahnlos oder so ähnlich«, sagte Fuchur. »Gut«, sagte der Vorsitzende feierlich, »10 Gefährten sollt ihr sein.«
die Auserwählten erhoben sich nur ein kleines Stück in die Luft, gerade bis über die Köpfe der anderen. Dann schauten die 10 stolz zum Dachausgang, der für fliegende Bewohner des Landes ganz oben in der Kuppel eingebaut war. Ganz plötzlich stotterte, spuckte und rauchte der Propeller von Carlsson, und er fiel unsanft zurück auf seinen Hintern. Der Junge, der neben ihm stand, lachte und rief: »Das stört keinen großen Geist!« Der Vorsitzende sagte: »Gut, 9 Gefährten sollt ihr sein.« Aber da waren die 9 bereits durch den Ausgang oben in der Kuppel davongeflogen und machten sich auf die Suche nach dem bösen Wolf. Es dauerte bis zum nächsten Abend, dann kam die kleine Hexe Schrumpeldei allein zurück zur Halle. Sie schoss auf Bibis Staubsauger durch den Dacheingang in die Kuppel und landete neben der Stiefmutter, dem Räuber und dem Zauberer. Alle, die noch in der Halle waren, und das waren noch ziemlich viele, lauschten gespannt, was die kleine Hexe zu berichten hatte. Als der Staubsauger endlich abgestellt war, erzählte sie, dass die beiden Hexen den Wolf gefunden hatten. Er hatte weit im Süden am Meer der Entspannung auf einem Sonnenstuhl am Strand gesessen und einfach Urlaub gemacht. Die kleinen Hexen hatten es geschafft, ihn zu überreden, ins Zentrum zu kommen und zu berichten, aber er hatte sich geweigert, mit ihnen zu fliegen. Bibi begleitete ihn auf dem langsameren Besen und hatte Schrumpeldei ihren schnelleren Staubsauger gegeben, um ins Zentrum zu fliegen und zu berichten. Alle warteten weitere 2 Tage, dann kam der Wolf. Er flog auf dem Glücksdrachen und wurde von dem schwarzen Drachen, der guten Fee, dem älteren Herrn und der anderen Hexe, dem fliegenden Pferd, dem großen Vogel und auch von dem Mann im Anzug begleitet. Alle landeten in der Mitte der Halle. Der Wolf sprang vom Rücken des Glücksdrachen und bedankte sich. Dann setzte er sich hin und sagte: »Hallo, ich bin der Wolf.« »Hallo, Wolf!« brüllte die ganze Halle erleichtert. »Ihr habt Fragen an mich.« Das Irrlicht wurde wieder losgeschickt und blieb als erstes bei 4 Schweinen stehen. Das größte Schwein stand auf und sagte: »Ich bin Dick, und das sind die 3 kleinen Schweinchen. Wir wüssten eigentlich gerne erst einmal, was der Wolf gegen uns hat.« Sofort entstand große Aufregung in der Halle. »Frag nach dem Buch«, rief einer, und »klärt das doch später«, schrie eine andere. Der Wolf bat um Ruhe, und weil alle hören wollten, was er zu sagen hatte, war es im Nu wieder still. »Ich hab gar nichts gegen euch«, sagte der Wolf. »Ich konnte nicht zu deiner Weihnachtsfeier kommen, Dick, weil ich gearbeitet habe. Es hat nichts mit dir zu tun oder damit, dass du ein Schwein bist und in einem Saustall wohnst.« Aus der Menge rief jemand: »Nächste Frage!« Und das Irrlicht raste wieder los und blieb bei 3 Gespenstern stehen. »Wir sind Huibu, Kaspar und Spooky, und wir wüssten gerne, warum du solche Gerüchte verbreitest«, sagte einer der Geister, und wieder wurde es unruhig in der Halle, aber nur kurz. Der Wolf schüttelte den Kopf und sagte: »Ich habe überhaupt keine Gerüchte verbreitet. Das habt ihr selbst erledigt. Ich habe nur hier und da von meinem letzten Job erzählt, und damit habt ihr dann stille Post gespielt.« In der Menge wurde wieder getuschelt und geflüstert, während das Irrlicht zum nächsten huschte.
frag nach dem Buch!« rief jemand, als das Licht vor einem rosaroten Panther stehen blieb, der sich kurz verbeugte und dann sagte: »Für die, die mich nicht kennen, ihr könnt mich Paulchen nennen. Ich für meinen Teil würde sagen, alle hier wollen das Gleiche fragen, und unser aller Gesuch betrifft allein das Buch.« »Also«, sagte der Wolf, »damit es keine Gerüchte mehr gibt und ihr es alle direkt von mir selbst hört, erzähle ich euch, was ich weiß. Ich wurde für die alte Geschichte vom Wolf und dem Hund verpflichtet, was für mich als Wolf natürlich eine meiner Lieblingsgeschichten ist. Ich hatte mich schon auf einen kurzen Arbeitstag eingestellt, denn wenn diese Geschichte heute noch auftaucht, dann nur als kurze Erwähnung oder Andeutung in anderen Geschichten, die eigentlich nichts mit Wölfen zu tun haben. Aber in diesem Buch war es anders. Meine Geschichte bekam einen eigenen Titel und ich bekam eine Menge Text. Die von euch, die schon in verschiedenen Geschichten waren, wissen ja, dass wir immer eine mehr oder weniger gute Verbindung mit denen eingehen, die sich die Geschichte gerade ausdenken. Das war hier nur einer. Ein kurzes Raunen ging durch die Menge. Der Wolf nickte und sprach weiter. Und als derselbe mich dann auch noch gebeten hat, für eine Zeichnung zu bleiben, war ich natürlich neugierig. Während er mich gezeichnet hat, habe ich ihm Fragen stellen können. Er war sehr freundlich zu mir, denn er sagte, er hatte sein ganzes Leben eine besondere Beziehung zu Wölfen und Hunden. Er erzählte mir, er habe das Buch einzig und allein für seinen Sohn geschrieben, damit der die Geschichten lesen kann, wenn sein Vater nicht mehr da sein kann, um sie ihm selbst zu erzählen. Wieder war ein Raunen zu hören, aber diesmal hielt es an. Es wurde getuschelt und geflüstert, geschluchzt und geschimpft. »Das Buch ist schon fertig?« fragte einer, und »wie rührend«, schluchzte eine andere. Dann brüllte irgendwo jemand: »Wir wollen ins Buch!« Und ein anderer schrie zurück: »Wir sind das Buch!« Dann riefen beide zusammen: »Wir sind das Buch!« Und wieder: »Wir sind das Buch!« Sie riefen es wieder und wieder, und immer mehr fielen mit ein und riefen auch. Bibi stand auch nach einer Weile auf. Es hatte einen Moment gedauert, bis die Nachricht von dem, was um sie herum bereits geschah, auch in ihrer Kugel aufgetaucht war. Sie nahm sich die Kopfhörer aus ihren Ohren und rief mit. Schrumpeldei und die Stiefmutter blieben auf dem Boden sitzen und sahen sich verständnislos an. »Was soll das jetzt bringen?« fragte Schrumpeldei, und der Zauberer antwortete: »Die wollen sich ja nur kurz Dampf ablassen.« Der Tumult legte sich so plötzlich, wie er begonnen hatte. Der Wolf war kopfschüttelnd aufgestanden und langsam in Richtung des südlichen Ausgangs gegangen. »Warte noch, Wolf!« rief ein junger, abgemagerter Mann, der nur in ein schmutzig gelb-oranges Tuch gekleidet war. Der Wolf blieb stehen, drehte sich dann zu ihm um und fragte: »Wer bist du?« Der junge Mann lächelte und sagte: »Es spielt zwar keine Rolle, aber mein Name ist Siddhartha. Bitte, was weißt du über das Buch, weiser alter Wolf?« Der Wolf setzte sich wieder und sagte: »Ihr habt mir nicht zugehört oder mich nicht verstanden. Es gibt Dinge, die könnt ihr nicht mit einem Aufstand lösen. Es gibt Dinge, da helfen keine Adelstitel und keine bevorzugten Positionen. Es gibt sogar Dinge, da können nicht mal Familie oder Freunde helfen. Es sind Dinge, die jeder von uns selbst tun muss.« Der Wolf sah den jungen Mann an und sagte leise: »Wir beide kennen uns noch nicht, wenn ich mich recht erinnere.« Dann drehte er sich um und warf einen langen Blick in die Runde, die um ihn herum stand, bevor er laut sagte:
Aber ich kenne viele von euch. Es gibt viele von euch, deren Karrieren in den Geschichten der Menschen gar nicht möglich gewesen wäre ohne mich, den bösen, bösen Wolf. Er sah sich um und fragte, wo sind die sieben Geißlein? Von weit her trug die Kuppel die Antworten zu allen Ohren siebenmal. Hier. Der Wolf fragte, würde sich heute noch jemand an euch Geißlein erinnern, wenn ihr einfach nur gewartet hättet, bis Mama vom Einkaufen gekommen wäre? Die Kuppel blieb still. Irgendwo kicherte jemand. Der Wolf nickte und sagte, eben, oder du, knurrte der Wolf ein junges Mädchen mit einer roten Mütze an. Rotkäppchen, du verkaufst bis heute die Geschichte, dass du ja nur mal schnell zu Oma wolltest, mal abgesehen davon, dass sich ohne mich, den bösen Wolf, niemand außer dir selbst je an diesen Ausflug erinnert hätte, weißt du ja am besten, wie es wirklich war. Das Mädchen schaute beschämt auf ihre Schuhe. Der Wolf kicherte und sagte, ich mach dir auch keinen Vorwurf. Du hast dir diese Geschichte doch nicht ausgedacht. Du hast ja nur darin gespielt. Du warst jung und ich brauchte das Geld. Aber Rotkäppchen und jeder andere hier weiß auch, warum er, sie oder es ausgewählt wurde, um in einer bestimmten Geschichte mitzumachen. Es liegt nur an dem, was wir tun, was wir sind. Und zwar an dem, was jeder Einzelne von uns selbst tut. Wir können es zusammen tun oder allein tun, können es sofort tun oder später. Wichtig ist nur, dass wir etwas tun. Etwas, das erzählt oder aufgeschrieben wird, das sich die Leute dann vorstellen können. Eine kleine gelbe Ente watschelte auf den Wolf zu und weil sie ja in der großen Versammlungshalle waren, schien sie keine Angst zu haben. Als sie vor dem Wolf stand und zu ihm aufsah, sagte sie mit einem leicht holländischen Akzent, der vom Dach der Halle widerhallte. Aber wir sind doch alle schon in Geschichten gewesen, die auch aufgeschrieben worden sind. Wir haben alle etwas getan. Der Wolf lächelte die Ente an und sagte, das stimmt schon, kleine Ente. Irgendwas haben wir alle getan. Und ihr Enten habt es einfach. Ihr müsst nur niedlich sein oder niedlich sprechen. Oder wenn ihr nicht niedlich genug seid, dann zieht ihr einfach einen Matrosenanzug an und schon kommt ihr in hunderte Geschichten und in Millionen Köpfe. Aber das bedeutet eigentlich nichts. Überhaupt nichts. Die Ente sah den Wolf traurig an und der Wolf sah genauso traurig zurück. Er nickte langsam und sagte leise, »Das gilt sogar für mich.« Wieder ging ein leises und kurzes Raunen durch die Halle. »Glaubt mir«, sagte der Wolf wieder lauter, »wenn ich euch versichere, dass ich in mehr Geschichten mitgespielt habe als die allermeisten hier.« Ich bin im Laufe der Zeit in mehr Köpfen und Vorstellungen gewesen als alle Anwesenden. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich früher einmal der gute Wolf war und weltweit Erfolg damit hatte? Kein Raunen, kein Flüstern war zu hören. Nur hier und da hustete jemand. Der Wolf setzte sich hin und rief, ja, so war das früher. Die Menschen der Urzeit haben uns bewundert, haben uns nachgeeifert. Manche wollten sogar sein wie wir und nannten sich selbst nicht mehr Menschen, sondern Wölfe. Das waren goldene Zeiten für mich. Ich war der listige Jäger, der stolze Held oder das gute Beispiel für ein Leben mit der Natur. Der Wolf seufzte. Aber diese Zeiten sind lange vorbei. Heute bin ich fast nur noch der böse Wolf, manchmal auch der arme Wolf oder sogar der verblödete Wolf. Aber niemand sieht mich mehr als das, was ich bin. Er sah traurig auf den Boden. Die holländische Ente machte zwei Schritte zwischen seine Pfoten
und sah von unten in seine Augen, in denen Tränen standen. Mit ihrem lustigen Dialekt sagte sie leise: »Aber was bist du denn wirklich?« Der Wolf lächelte die Ente an, dann hob er den Kopf und sagte: »Ich bin der freie Wolf.« Wieder tuschelten einige und andere kicherten. Der Wolf sprach einfach weiter. »Der Wolf ist früher ein Zeichen der Freiheit für die Menschen gewesen. Von mir haben die Jäger in der Urzeit gelernt, den Wildherden mit den Jahreszeiten zu folgen und ihr Jagdgebiet ganz frei zu verändern. Die Menschen verdanken mir so viel, aber sie haben es irgendwann einfach vergessen. Heute bin ich für sie nur ein Zeichen für das Böse. Der Teufel versteht wahrscheinlich, was ich meine.« Von irgendwo antwortete eine tiefe Stimme: »Ich bin auch ein gefallener Engel.« Der Wolf nickte und fuhr fort: »Seid also gewarnt, wenn ihr die tollen Helden in den Köpfen der meisten Menschen seid und von ihnen abgöttisch geliebt und bewundert werdet, dann genießt es, solange es dauert. Die Menschen vergessen und verändern ständig alles. Was in der letzten Generation noch wahr war, muss für ihre Kinder schon nicht mehr stimmen und deren Kinder glauben vielleicht schon wieder etwas ganz anderes. Und seid auch gewarnt, dass es den Menschen nicht einfach nur reicht, euch aus ihren Köpfen zu verbannen. Nein, meistens denken sie sich auch noch Geschichten als Begründung aus, warum der Held von gestern nun doch der ganz böse Feind von heute und das bemitleidenswerte Opfer von morgen sein müsse. So sind sie.« Betretenes Schweigen herrschte, nachdem der Wolf nichts mehr sagte. Ein kleines, dunkelhaariges Mädchen in einem roten Kleid drückte sich zwischen denen durch, die direkt um den Wolf herumstanden. Er war aufrecht sitzend ein Stück größer als sie. Das Mädchen stellte sich hinter die holländische Ente, und als niemand etwas sagte, leuchteten ihre roten Bäckchen auf, und sie fragte leise: »Darf ich bitte auch etwas fragen?« Die Ente ging ein paar Schritte zur Seite und das Irrlicht kam herbeigeeilt. Der Wolf lächelte das Mädchen freundlich an und fragte: »Was möchtest du wissen, Kleine?« Das Mädchen sah zu ihm auf und fragte mit großen Augen: »Wie hast du es denn geschafft, dass sich doch jemand an den guten Wolf erinnert?« Der Wolf lächelte noch mehr, hob die Vorderpfote und sagte: »Das ist eine sehr kluge Frage. Wie heißt du denn, mein Kind?« Das kleine Mädchen griff nach der erhobenen Pfote, schüttelte sie leicht und sagte fröhlich: »Ich bin die Heidi.« Dann überlegte sie kurz und sagte ernst: »Aber nicht die Freundin von Pinocchio.« Dann überlegte sie wieder und sagte wieder fröhlich: »Dann bin ich eher die Freundin von Peter.« Der Wolf nickte und legte sich hin, damit sie nicht die ganze Zeit zu ihm heraufschauen musste. Dann fragte er: »Gut, Heidi, darf ich dich bitte auch etwas fragen, bevor ich dir antworte?« Heidi nickte und lachte. Der Wolf sah zu Rotkäppchen und ließ sie nicht aus seinen wachen Augen, als Herr Heidi fragte: »Gehst du manchmal allein in den Wald?« Heidi überlegte und schüttelte den Kopf. »Nicht ohne den Peter«, sagte sie schließlich. Der Wolf zwinkerte Rotkäppchen zu und fragte wieder Heidi, wobei er aber Rotkäppchen ansah: »Und was würde dieser Peter machen, wenn ihr im Wald dem Wolf begegnet? Würde der sich mit dem Wolf unterhalten?« Heidi lachte wieder. »Nein, der Peter ist Ziegenhirte. Der würde sicher weglaufen.« »Und was würdest du machen?« Heidi hörte plötzlich auf zu lachen und sah den Wolf mit großen Augen an. Dann sagte sie leise: »Ich würde bestimmt auch weglaufen.«
Käppchen, die immer noch vom Wolf angesehen wurde, sagte nichts. Sie wackelte nur leicht mit dem Kopf und streckte dem Wolf die Zunge raus. Der lächelte einfach weiter und sah wieder zu Heidi. Dann sagte er laut: »Eine gute Antwort, du bist ein kluges Mädchen.« Heidi lachte wieder und Rotkäppchen verdrehte die Augen. »Um deine Frage zu beantworten, Heidi, und auch deine, Rotkäppchen.« Alle sahen Rotkäppchen an. Jeder wusste, dass Heidi wissen wollte, wie der Wolf es geschafft hatte, als guter Wolf in das Buch zu kommen. Aber niemand wusste, dass Rotkäppchen ihn überhaupt etwas gefragt hatte. Die schüttelte nur den Kopf und sagte noch immer keinen Ton. Alle wandten sich wieder dem Wolf zu und der sagte: »Also, um eure Fragen zu beantworten, ich weiß es nicht, aber es ist sicher lohnend, es zu versuchen. Heidi, wenn du wissen willst, was du selbst tun kannst, dann würde ich sagen, mach so weiter wie bisher und sei so, wie du bist, freundlich und neugierig, aber in gewissen Momenten auch entschieden und vorsichtig. Du machst das alles schon sehr gut. Um dich muss ich mir nicht so viele Sorgen machen.« Heidi verbeugte sich und lächelte verlegen. »Aber um euch anderen mache ich mir wirklich große Sorgen«, rief der Wolf und sah in die Runde um ihn herum. »Die Tatsache, dass alle auf die Gerüchte gehört haben, statt mich einfach selbst zu fragen, was los ist, das macht mir Sorgen. Mit dem, was ihr hier tut, kommt ihr vielleicht gerade noch in eine Geschichte dieses einen besonderen Buches, das von einem Vater eigens für seinen Sohn geschrieben wurde. Aber selbst das bedeutet nichts. Überhaupt nichts.« Die Kuppel blieb völlig still. Es war nicht einmal ein Husten zu hören. Der Wolf machte eine kurze Pause und sagte dann: »Es kommt doch nicht darauf an, in ein Buch hineingeschrieben zu werden, sondern wieder daraus herausgelesen zu werden.« Immer noch Stille. Der Wolf schüttelte den Kopf und sein dichtes Fell im Nacken schlackerte hin und her. »Versteht ihr denn nicht?« fragte der Wolf und dann sagte er nach einer kurzen Pause: »Ich habe es auch erst verstanden, als ich den Vater, der das Buch schrieb, wieder getroffen habe. Er wollte noch eine zweite Zeichnung von mir machen, eine Illustration von einem Hund, der sich im Wasser spiegelt, und weil ich einem Hund, den er kannte, so ähnlich sehe, sollte ich diesen Hund spielen. Ich habe natürlich gern zugesagt und ja, ich habe auch noch versucht, mehr über das Buch herauszufinden. Zumindest dachte ich, ich könnte mehr über das Buch herausfinden. Er hat mich gezeichnet und in der Zwischenzeit habe ich ihn über das Buch ausgefragt. Als Wolf wollte ich natürlich wissen, warum er einen so positiven Eindruck von Wölfen und Hunden hatte. Ich werde jetzt nicht angeben und euch mit dem langweilen, was er gesagt hat. Ich sage nur, was ich wirklich herausgefunden habe. Es ist die Wahrheit. Wenn man von hier im Geschichtenland nur einem etwas Gutes beibringt, dann hat man die Welt schon verbessert. Jeder hat es selbst in der Hand. Wenn ihr wirklich einzig seid, einen eigenen Weg geht und wirklich etwas zu sagen habt, dann werden die Menschen das nicht vergessen. Nicht einmal nach tausenden von Jahren, in denen fast alle das Märchen vom bösen Wolf glaubten. Die Wahrheit überlebt sowas. Es war immer noch still in der Halle. Der Wolf setzte sich wieder aufrecht hin, sah hoch in die Glaskuppel, als wolle er zu allen gleichzeitig sprechen. Dann sagte er leise: »Seht ihr diese schönen weißen Himmel da draußen und die Buchstabenwölkchen, die in langen Zeilen darüber ziehen?« Fast alle in der Halle, zumindest die, deren Hälse und Augen das zuließen, sahen nach oben in die Wolken. »Ich glaube ganz fest daran«, sagte der Wolf, »und niemand wird mich je vom Gegenteil überzeugen können. Irgendwo da draußen in dieser fantastischen weißen Himmel ist der eine,
der Leser, für den das eine Buch, das ihr alle so wichtig findet, geschrieben wurde. Er liest es vielleicht irgendwann. Er liest es vielleicht schon jetzt gerade. Oder jemand liest es ihm und anderen vor. Vielleicht liest oder hört er, was wir gerade machen. Oder vielleicht liest oder hört er genau jetzt, was ich sage. Nur war wieder ein aufgeregtes Murmeln zu hören. Ich empfehle euch, sagte der Wolf und sofort kehrte wieder völlige Ruhe ein. Ich empfehle euch, einfach zu sein, wie ihr eben gerade seid. Bei mir hat es geholfen, bei der kleinen Heidi hier hilft es wahrscheinlich auch. Seid einfach echt. Seid einfach euer eigenes Selbst, wenn der Leser dann über eure Geschichten stolpert und sie ihn gut unterhalten und er den Spaß daran hat, dann bleibt er vielleicht sogar bis zum Ende eurer Unterhaltung. Wenn euch das reicht, dann könnt ihr dabei bleiben, dann seid ihr eben Unterhaltung. Aber in 100 oder 1000 Jahren seid ihr dann vielleicht nicht mehr so unterhaltsam, weil die Mode sich wieder geändert hat und dann verbrennen sie euch in ihren Geschichten oder direkt eure Bücher in ihrer Welt. Als der Wolf das gesagt hatte, war die Aufregung groß. Beruhigt euch, sagte der Wolf. Bücherverbrennungen sind schon eine Weile nicht mehr in größeren Mengen vorgekommen und vielleicht tun sie es diesmal wirklich nicht mehr. Aber als alter Wolf, der schon lange in der Geschichte der Menschen seine Rollen spielt, sage ich, ich mache mir Sorgen um euch. Der Leser wird euch nur dann nicht vergessen, wenn ihr wirklich etwas zu sagen hattet. Die Wahrheit funktioniert am besten, deshalb rate ich euch nur, seid einfach ehrlich, denn ihr könnt nie wissen, wann euer Zeitpunkt gekommen ist, eurem Leser zu begegnen. Dann wollt ihr wahrscheinlich nicht nur unterhaltsam sein, sondern auch etwas Echtes zu sagen haben oder euch anders in die Erinnerung bringen, deren positives Bild auch 1000 Jahre überdauert. Wieder war es ganz still. Die kleine gelbe Ente fluchte auf Holländisch. Leser, verdomme! Und fragte den Wolf dann, was sollen wir denn jetzt machen? Der lächelte und sagte, geht nach Hause und lebt so, als könntet ihr jedem Moment eurem Leser begegnen, der euch vielleicht schon heute Abend neugierig über die Schulter schaut und wissen will, was ihr zu sagen habt. Wartet einfach auf euren großen Moment. Er wird schon kommen und wenn ihr aufmerksam genug seid, dann bekommt ihr es vielleicht sogar mit. Der Wolf stand auf und streckte sich ausgiebig. Ich gehe jetzt nach Hause und schlafe etwas, denn der Flug auf den Drachen hat mich müde gemacht. Ihr könnt euch ja weiter versammeln, aber für mich ist es heute genug. Mach's gut, kleine Ente, und du auch, Heidi. Der Wolf ging langsam durch die Halle zum südlichen Ausgang, und niemand sagte auch nur ein Wort, bis er verschwunden war.